Hallöchen ihr, der Nale 4 und herzlich willkommen im Stream am Freitag, wo es heute losgeht mit einem neuen Survival Game, nämlich Enshrouded, ihr Lieben. Kurze Anmerkung bezüglich Scum, das ja eigentlich freitags stattfinden soll. Kurz und knapp gesagt, ich habe seit den letzten Updates, die es gab, enorme Probleme mit diesem Spiel. Ich habe sehr viele Crashes, mir aus unerklärlichen Gründen, warum auch immer. Deswegen habe ich es momentan erstmal pausiert, bis sich das irgendwie wieder bessert. Und dann schauen wir mal, ob es damit weitergeht. Aber momentan ist es für mich leider nicht wirklich spielbar. Und ich hoffe, dass die nächsten Patches da irgendwie das wieder gescheiter zum Laufen bringen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann es euch nicht erklären, warum es sowieso. Aber hey, das passt schon. Guten Abend, Three Times. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, euch geht's gut allen da draußen. Ihr seid wohl auf. Hoch die Hände, Wochenende, ganz entspannt. Ja, würde ich sagen, fangen wir an. Auch du, mein Sohn Brutus, ich danke dir. Vielen Dank. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen rein. Und das Ganze ist auch ein Survival-Game mit Basenbau und Erkundung und Schnetzeln. So ein bisschen auch wie Zelda Breath of the Wild und so ein paar Ähnlichkeiten sind da drin. Und ja, das Ganze ist in Early Access, kam vor ein paar Tagen raus. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was, nicht persönlich nehmen, alles gut, alles gut. Und wir schauen einfach mal, was hier so los ist. Es gibt verschiedene Ethnien, was mir schon mal gefällt, so vorgefertigt. Okay, cool. Guck mal, so der Alte. Kann ich ranzoomen, das ist schade. Aber alle haben sie echt einen super Buddy. Außer sie hier, sie wirken ein bisschen alt. Grauer Bart. So ein bisschen Inselbewohnermäßig. Ich würde sagen, wir nehmen den schon mal. Oder ihn hier. Vom Gesicht her sehen die, glaube ich, also fast alle ähnlich. Wir nehmen ihn hier. Kann man da noch was anderes machen? Du kannst mit E durchswitchen. Die Friese. Du musst so tonnenweise Friesen wie in Baldur's Gate gibt's. Mit irgendwelchen ausgefallenen Namen. Das ist aber nicht so der Fall. Ich glaube, ich nehme den hier, das passt. Friesenfarbe. Machen wir dunkel oder machen wir weiß. Bärt gibt's auch natürlich. So ein Ziegenbart. So ein Kapitänsbart auf irgendeinem Segelschiff. Enshrouded ist gerade ein Hype-Game, ja, das stimmt. Aber ich habe es schon, das ist längeren auch auf dem Schirm, ne? Und es sieht sehr interessant aus. Und dachte mir, jetzt zum Release kannst du da, oder zum Early Access vor allem, kannst du da mal reinschauen. So, ich würde sagen, wir nehmen den Bart. Nehmen wir mal auch weiß. Da gibt es Stimmen. Klingt, als müsste er kacken. Er kam schnell. Ja. Okay, nehmen wir ihn hier. Gibt's sonst noch irgendwas? Name natürlich. Charakter 1 im Leben nicht. Wie nennen ihn? Nalef. Okay, gönn dir. Okay, Nalef Stufe 1. Spielen wir einfach mal, ne? Privat. Starte ein privates, lokal gesichertes Spiel. Öffentliches, lokal gesichertes Spiel. Oder im Online-Spiel beitreten. Ich würde sagen, wir machen es erstmal privat Singleplayer, hör mal. Wir erstellen das. Meine Welt, kann ich das irgendwie umbenennen? Bearbeiten. Natürlich, wie soll es anders sein? New Dawn. Flammenstufe 1, was soll das heißt? I don't know. Wahrscheinlich gibt es Weltstufen, die vielleicht kontinuierlich gesteigert werden, je höher ich im Level bin oder in der Erkundung. Gehe ich mal von aus. Okay, lass mal reinschauen. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once
concealed by the ancients. Its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Ja, geil. Ich wurde im Kessel gezeugt. Hä? Ist das ein Matrix-Ding oder wie? Mysteriös. Okay, cool. Also dann. Schauen wir noch mal. So, hallo ich noch an alle anderen hier im Stream. Hallo Anna, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Und ja. Springen mit Leertaste. Rennen mit Shift. Okay, und da kommt dieses, ne, man kennt es aus Breath of the Wild, dieses Menü mit dem Kreis, das ist meine Ausdauer. So, C ist ducken. Kann ich schleichen. Links ist Angriff. Alles klar, ich habe unten ein Menü. Und ein alternatives Menü. Aha. Okay, also insgesamt 16 Aktionsslots. Das ist cool. So, was muss ich denn machen? Was ist denn hier kademäßig? Das ist die Welt. Flamme Stufe 1. Aktive Altäre 0 von 2. Und es gibt Überlebende, die man sammeln kann. Ist das immer die gleiche Map? Bin anscheinend ziemlich weit. Aha, da geht's weiter. Hier hört es anscheinend auf. Da ist der Rand. Die ist ziemlich groß. Okay, ich bin also irgendwo unten oder fast unten links hier der Ecke gelandet. Von dieser Riesenkarte. Alles gleichen. So. Also das ist die Karte. Was haben wir sonst noch? Tagebuches J. Quest Weltfortschritt, persönliches Wissen, Geschichten, Tutorial, Überlebende, Werkstätten. Die Flamme. Die Flamme wacht über das verdorbene Land und gewährt dem Flammenblut die Kraft, dem Miasma zu trotzen. Also das Zeug, was entstanden ist aus diesem ganzen Gedöns, was die Menschen vorher da, ne, und so. Opfere Ressourcen und stärke deine Verbindung zur Flamme, um deren Segen zu erlangen. Stufe 1. Altar, Aktivierungskapazität 2. Miasma, Passierstufe 1. Alles klar, keine Ahnung. Charakterattributsboni 0. Aufwertungsanforderungen, um die besser zu machen, brauche ich Harz, Pilze, Knochen, Miasmaflüssigkeit, Funken und Tierfell. Alles klar. Hier werden alle entdeckten Rezepte für diese Handwerksstationen gespeichert. Du kannst diese Symbole auswählen, um schnell verschiedene Kategorien zu navigieren. Ich kann noch nichts, weil ich noch nichts gelernt habe. Ich habe einen Rucksack. 1, 2, 3 mal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 mal 3, 24 Plätze. Und hier die Aktionsleisten. Aha, das ist mein Charakter. Fernkampf-Angriffskraft, Abwehr-Ausdauerräder und Rucksack-Erweiterung. Cool, kann man finden. Dann haben wir hier irgendwas. Ist das ein Grappling-Hook? Oder was? Oh, ein Gleiter. Ist das ein Gleiter? Ist das so ein Flugdrachen-Gleiter-Flughörnchen-Teil? Dass man gleiten kann? Cool. Und dann so ein zwei Ringe. Okay, die üblichen Helm und so Geschichten. Meine Attribute. Oha. Ich brauche 250 Punkte fürs nächste. Okay. Der Segen der Flamme erhöht deine primären Attribute um je 0. Das heißt, je höher das Ding, umso mehr sollten es vielleicht werden. 0 Konstitution, Willenskraft von allem. Okay, es gibt Nahkampfschaden, Fernkampf, Magieschaden, Crit-Schaden.
Überraschungsangriff, also hinterhältiger Angriff vermute ich mal, oder hinterhalt Schaden. Schleichangriff plus 900%. Schleich dich an der Hand zu Gehör und löse und schleiche, das ist ja geil. Der gnadenlose Angriff fügt einem überwältigten Gegner 400 Bonusschaden zu. Um einen Gegner zu überwältigen, füllst du seine Betäubungsleiste, indem du angreifst, während er blockt oder indem du seine Angriffe parierst. Aha. Parierfähigkeit, Ausdauerschutz, bla 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 bla. Okay, gut. Gehen wir später noch drauf ein. So, es ist so schön, dass er noch unwissend ist. Ja, ich... Oh. Oh. Tank. Oha. Kampfmagier, Heiler, Zauberer, Gauner. Das denkst du das mal. Assassine. Oh. Geschick um Attribut, Fernkampfschaden um 5% pro Attributspunkt. Gleiter verbrauchen weniger Ausdauer. So ein bisschen Path of Exile mäßig, ne? Granatenschock. Infundiere deine Fernkampfsprengstoffe mit Mana. Aber das stelle ich mir nicht als Assassinen vor. Explosionspfeil. Also ist ein Assassine eher so ein Fernkämpfer oder was? Kopfgeld benutzt. Okay, klingt cool. Klingt geil. Adlerauge. Den Zoom beim Ziel mit Bogen. Waldläufer-Skills. Okay. Bestienmeister. Jetzt einen zusätzlichen Nahrungsslot. Überlebender. Athlet, Barbar. Bash. Schwere Spezialisierung. Möglichst schneller mit zwei Hämmern anzugreifen. Okay. Gibt ziemlich viel geilen Stuff. Ne? Tank. Das heißt, wenn man das Multiplayer spielt, vermute ich mal, dass es irgendwie sowas wie Dungeons gibt, die man dann gemeinsam machen könnte. So. Krass. Ein Heiler. Müssen wir überlegen, ob man dann irgendwie einen Server aufmacht, ne? Aber nee, das ist erstmal für mich. Erstmal für mich. Schleichangriff. Krass. Ich würde gerne sowas Schleichendes machen mit Bogen. Schleichen mit Bogen stelle ich mir geil vor, wenn das geht. Okay, das ist also alles, das ist mein Menü. Aska, cool, ich würde sagen, wir schnacken nicht herum, sondern guck mal, wo es herausgeht. Vermute ich mal da das Licht. Ja, okay, immer dem Licht nach. Flammenkrypta. Ein Marker hinzugefügt. Maximal 150% von was? Ausgeruht-Bonus. Stackt hoch. Auf wie viele Minuten? Fünf Minuten? Lass mal mit den Rest des Streams kommen. Lass mal gucken. Sechs Minuten. Okay, gut. Dann halt nicht. Mit der Flamme kommunizieren. Das lange Glut, Flammenblut. Das Gluttal ist untergegangen, verschlungen von Miasma. Die ewige Flamme ruft nach dir. Finde einen Ort in dieser erloschenen Welt und errichte einen Flammenaltar, um dich vor der Dunkelheit zu schützen. Rezept freigeschaltet. Flammenaltar. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Oha, das sieht ja richtig nice aus. Da kann man überall hin. Ich hoffe, es läuft doch gescheit, ne? Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Drücke I, um deine Karte zu öffnen und deine Entdeckung im Auge zu behalten. Okay, Ebene für eine erste Basis. Flammenkrypta, okay. Da liegt ein Buch. Lesen. Der fand das so scheiße langweilig hier. Über das Flüstern der Flamme. Reines Licht umhüllt das Wissen der Erbauer, schützt es in einem flammenden Kern. Eine Weisheit, die weit über meine eigene Vorstellungskraft hinausreicht. Ich könnte stundenlang ins Feuer starren, nach Antworten suchen, nach einem Flüstern. Aber da ist nichts. Obwohl es eine Stimme hat, spricht es nur zu jenen, die aus der Flamme geboren wurden. Oder so einem Scheißkessel wie ich. Eine Schande. Ich glaube, wir könnten erhellende Gespräche führen. Balthasar. Okay. Du. Ja. Alles klar.
So, da gehe ich mal nicht runter. Das ist irgendwie... Kann ich das kaputt machen? Kritisch 1. Mit den Fäusten. Wahoo-ha. Okay. Muss man wie Stöcke oder so einen Scheiß sammeln? Ich glaube, wir gehen erstmal hier nach unten. Oh, da ist eine Truhe. Der tritt dagegen. Das haben sie doch hier aus Zelda geklaut. Eine Fackel. Nahkampfwaffe Stufe 1. 9 Schaden. 50 maximale Haltbarkeit. Okay, man muss das Ding auch so reparieren. Diese einfache Fackel spendet für eine kurze Zeit Licht. Pass auf, wenn du mit ihr in Höhlen erkundest. Und eine Bandage. 4% Heilung pro Sekunde. Von 10 Sekunden 40% der Lebenspunkte. Okay. Das nehmen. Das nehmen. So, was haben wir hier noch? Ah, da oben. Noch eine Bandage. Und noch eine Bandage. Ah ja. Ich brauche Wärme und Komfort, um irgendwie hier mich wohl zu fühlen. Erstmal durch diese fette, eklige, dunkle Höhle. Was habe ich jetzt gemacht? Okay. Ich kann Lichter entzünden. Benutze ein Terraforming-Werkzeug oder Sprengstoff, um dir einen Weg durch die Trümmer zu bahnen. Explodiere Explosive. Schwarzpulverkugeln können geworfen werden. Explosive Fässer werden aus der Ferne entzündet. Ja, gönn dir. Da ist eine Truhe hinter. Ja, danke, Spieler. Das war jetzt nicht so, wie ich es gern hätte, ne? Das ist schon eher. Okay, cool. Ode. Ein Sauflied gefunden. Adel und Geschichte, cool. Gibt EP. Ode an Erlands. Kommt zusammen, wir trinken ein Ode der Königin, einst von den Jungen, drei Kinder auf den Arm, der Becher voll, und wenn sie laut dachte, dann hat sie gesungen, mit in meinen Becher, oder füllt ihn mit Rum, lieber zu viel Trank, als nichts zu tun. Aber Rum und Tun reimt sich nicht. Egal, zu wenig geht nicht, also sei's geteilt, trinkt lieber zu viel, auf das ihr verweilt. Lieber mit in meinem Körper als auf und auf der Flucht, als mein Kopf auf dem Spieß, bar jeder Sucht, holt Rum und Met und in den Becher rein, den Becher auf den Kopf, lass das Trinken nicht sein, yo. Okay, ich hoffe zu singen. Cool, sowas muss man auch finden. Wo wird denn das gesammelt? Wo sammle ich sowas? Tagebuch? Wird das irgendwo gespeichert? Das ist kein Hooligan-Lied, das ist eher sowas, was, sowas Schöneres. Wo finde ich sowas? Quest, Tutorial, Geschichten. Allgemein, Adel und Geschichte, ah, okay. Da gibt es viele verschiedene Sachen. Alles klar, cool. So, yeah, ein Beil. Eine vielseitige Einhandaxt, sie wird häufig dazu benutzt, um die Schädel von Gegnern zu spalten. So, kann ich das irgendwie ändern? B, kann ich das irgendwie hier... Ah ja, das geht. Okay, machen wir das so. Den auf die 8 und das so granatmäßig, damit ich nicht durcheinander komme. Schön. So, aber lass mal genauer gucken. In der Hand halte ich das. Macht Schnittschaden und Wuchtschaden. Giftschaden gibt es, Stich, Feuer, Eis, Miasma und Schockschaden. Okay, man kann auch irgendwas freischalten. Gewöhnlich. Also gibt es auch verschiedene Waffengeschichten. Ah, und ich kann das Inventar hier kaputt schlagen. Und Holz sammeln. Aha. Okay.
geht auch Sprungangriff. Okay, also dadurch kriege ich Holzscheite. Ich nehme dann ein paar mit. Wird bestimmt schon richtig sein. So, kann ich Leitern benutzen? Macht er automatisch. Sowas geht auch kaputt. Oh, also sowas im Erkunden. Schön. Noch eine Fackel. Bandagen. Das ist cool. Ich vermute mal, hier geht's weiter. Deswegen lass da hinten mal gucken. Ob ich noch mehr Sauflieder finde. Ich kam von da oben. Ich würde gerne hier schauen. Leiter nimmt er automatisch. Das ist schön. Ist das Spiel zu laut? Chat, sag mal an, bitte. Und hier ging ich rein. Das war das hier. Das ist ein Alternativweg. Vielleicht ein Müh. Die Musik ist was laut, okay. Man kann es HUD ausblenden. Sehr geil. Musik. Machen wir es so. 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 Die Stimmen lassen wir immer auf 90. Musik brauchen wir nicht. Okay. Vielleicht jetzt besser ein bisschen. Die Flamme ermöglicht es dir, den Miasma zu widerstehen, aber wenn du zu lange verweilst, stirbst du trotzdem. Entkomme, um deine maximale Zeit für Miasma aufzufüllen. Die Flamme ermöglicht es dir, den Miasma zu... Okay, es gibt bestimmte Bereiche, die irgendwie verseucht sind, oder wie? So radioactive... Oh ja. 5 Minuten. Aber wenn ich rausgehe, geht's wieder hoch. Okay. Drücke Tabulator, um deine Gegner ins Visier zu nehmen. Drücke Steuerung, um auszuweichen. Kann ich denn jetzt hier wegsneaken? Aha, das ist eine Aura, die tickt mich schneller runter. Okay. Ach, das ist, war gar nicht der Feind. Da vorne ist der Feind. So, was muss ich drücken, um auszuweichen? Warte mal. Ich hab's schon wieder vergessen. Durchsuchen. Miasma-Sporen. Eine seltene Energie. Im Moment scheiße. Ich sollte das, glaube ich, nicht jetzt lesen. Ich sollte hier nicht auf das Überleben konzentrieren. Das sind 2 Stück. Die sind aber beide mit dem Rücken zu mir. Das heißt, ich könnte die wegsnaken. Kann ich irgendwie alles nehmen mit F? Okay. Alles klar. Nimmst du mit. Gönn dir. Jetzt bin ich doch schon wieder hier draußen. Okay. Cool. Alles klar. Aber gibt es da noch irgendwas zu mitnehmen? Ist da noch irgendwie so ein Secret Geheimversteck? Hör mal. Irgendwas, was wichtig wäre? Schatztruhe oder sowas. Das ist ein Kackpilzsporn. Machen die mir was? Ja, das heißt, wenn ich den
drin stehe, dann machen die Aua. Okay. Oh Gott. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich... Dass es so ein Spiel ist, wo ich dann... Ewigkeiten hier... in einem Miasma-Ebene muss und dann looten muss und wieder raus muss und wieder rein muss und grinden, grinden, grinden. Läuft es vielleicht darauf hinaus? Kann das sein? Ich habe da so ein böses Gefühl. Rezept Werkbank. Fällst du, erwachst du an einem zuletzt besuchten Leuchtfeuer wieder zum Leben. Okay. Bauhammer bei Werkbank. Es ist dunkel. Das Dunkel sieht auch sehr schön aus. Da hinten muss ich anscheinend hin. Hat so ein bisschen was von den, von diesen Scherben aus The Elder Scrolls, ne? Online, die man sammeln kann. So ein bisschen was. Aber so ein klein bisschen. Ernte und iss Beeren, um deine Gesundheit mit der Zeit wieder aufzufüllen. Das bereitet dich auf die kommenden Gefahren vor. Lila Beeren. Aha. Meine Gesundheit ist oben der weiße Balken. Laufen noch mehr Viecher rum. Noch mehr Viechers. So, ich muss nach da hinten. Das sind ja übelst viele Viechers. Okay, der hat einen Speer. Turn mal around, hör mal. Turn around. Shooby dooby dooby doo da 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 dee da da do da 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 dee da da. Hast du mich jetzt gesehen, du Nudel? Was ist jetzt nochmal mit dem Ausweichen? Ich habe Garn und Pflanzen. Also Äste und Pflanzenphase kann ich Garn herstellen. So Kisten immer kaputt machen. Ich habe Wasser gefunden. Noch mehr Beeren. Okay. Diese Kamera irritiert etwas beim Anvisieren. Das ist cool. So, das ist auch so ein Miasma-Scheiß. Okay. Also diese Flächen hier. Komm hier. Und ins Kreuz rein. Du brauchst im Prinzip nur draufballern, ne? Drauf spammen. Vielleicht ein kleiner Tipp. Gerne. Lass mal hören. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Okay, will ich hier bauen? Macht das Sinn bei den Viechern hier? Okay, der Flammenaltar markiert den Platz für deine Basis. Deine Basis kannst du später Dinge herstellen und Unterkünfte bauen. Stell den Flammenaltar her und platziere ihn, um deine Basis zu errichten. Du musst deinen Altar nicht auf der dafür vorgeschlagenen Ebene errichten. Du kannst deine Basis überall dort bauen, wo kein Miasma ist. Alles klar. Das heißt, ich kann jetzt weiterziehen und schauen, wo hingeht. Ausloggen und einloggen ist ein neuer Tag. Okay. Danke. Werkstätten, Werkbank können wir bauen. Und einen Bauhammer brauche ich dafür. Den müsste ich, glaube ich, erstmal bauen. Brauche ich Stein und eine Werkbank.
Okay. Ist aber die Sache, will ich hier bauen? Macht das hier Sinn hier unten? Oder erkunde ich erst nochmal? Ich brauche außerdem noch Stein. Kann ich mit der Axt auch Stein weghacken? Fälle-Axt. Okay, also die Axt ist wirklich nur für die Geschichten. Grober Steinblock bei Werkbank. Ich würde gerne Werkbank bauen. Aha. Flammenhalter. Brauche ich 5 Steine. Werkbank. Brauche ich Garn und Holzscheite. Garn kriege ich aus Pflanzenfasern. Also muss ich noch ein paar Pflanzen hacken. Ich vermute mal die Büsche hier. Dann lass die Nudeln noch hier wegkloppen. Achtung, pscht, 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 pscht. Nicht umdrehen, don't turn around. Und ich habe ein Level up. Erreiche Stufe 2. Nice one. Ich habe einen Skillpunkt bekommen. Das waren Bären, ne? Das war eine scheiße Idee, den kaputt zu machen. Ah, genau. Du brichst die Steine auseinander. Aha. Aber nur die kleinen Steine. Was haben wir da? Was bist du? Eine Glühwürmchenlampe kann ich bauen. Geil. Du gibst mir Äste und Pflanzenfasern. Ah, alles gleich. Und dann lass die mal looten. Habe ich irgendwie eine maximale Tragekapazität? Ich vermute mal, wenn das hier voll ist. Okay, aber ich kann so viel tragen, wie ich will. So, was bist du hier mit dem ausrüstbar Terrainmaterial? Okay. Ein paar Bären mit. Ich sammle jetzt ein paar Dinger. Ein paar Steine sammeln, so das Übliche, ne, was man kennt. Nahrung und Co. Aber ich würde ganz gerne irgendwo anders bauen. Es gefällt mir hier nicht so toll. Von hinten. So ein Pseudo-Herr der Ringe-Turm. Da auch. Da gibt es auch viele von denen. Okay. Oder baue ich doch hier oben? Das schlägt es mir vor. Guter Snack. Ich vermute mal, ich kann später mehrere Basen bauen. Guck mal, da ist irgendein Viech. Oh, und. Yeah! Was bist denn du? Rohes Fleisch. Was? Kaninchen? So, dann bin ich mal gespannt. Ich auch. Okay, dann lass erstmal hier eben eine erste Basis. Es schlägt es mir vor, deswegen machen wir das mal hier. Also ich brauche noch 2 Garn. Dann machst du das mal. Kann ich mehrere herstellen? Irgendwie so mal 1, mal 2 oder so? Können wir das auswählen? Ich hoffe mit der Werkbank. So, und Werkbank, gönn dir. So, dann brauche ich einen Bauhammer. Gönn dir. Und machst mal den Flammenhalter. Gönn dir. Dann machst du noch eine Holzfäller-Axt. Brauche ich nochmal Garn. Gönn dir. Spitzhacke wäre sicherlich auch nice. Brauche ich Garn. Gönn dir. Gönn dir. Dann gibt es hier noch eine Keule. Schaden 11. Es gibt Schilde und Bogen. Bogen ist geil. Brauche ich Äste und Garn. Und Lumpen. Okay, cool. Was haben wir hier noch? Ach, da kann ich oben auswählen, was ich da haben will bei der Rüstung. Ah, okay. Und Schild habe ich nur das. Ah, okay. Lagerfeuer gönn dir. Also haben wir erstmal einiges hier am Start. So, das heißt, ich knall mir jetzt diesen, den ich nicht im Inventar habe, irgendwie hin.
Ich habe die hergestellt. Den habe ich auch hergestellt. Wo sind die jetzt? Ach, in meinem anderen Slot. Ah, okay. Das wird in meinem Slot abgelegt und nicht in meinem Inventar. Wie unlogisch ist das denn? Das ist sau unlogisch. Nur so am Rande. Okay, dann haben wir Spiders Waffe und dann machen wir das hier hin. Das finde ich irgendwie komisch. Aber wobei man sagen könnte, man hat jetzt hier irgendwie diesen Teil dann, ne? Die anderen alternativen Sachen drin. Und so und so. Quasi Baumenü. Aha, das ist also mein Radius, in dem ich bauen kann. Das ist mir aber hier zu hügelig, die Scheiße. Viel zu hügelig. Ich hätte es gern eben. Was hier hin? So, wie kann ich das machen? Ich kann sie mit R um 90 Grad drehen. Ich kann Einrasten verwenden. Das jetzt aus. Jetzt ist es... Okay, können wir gucken. Bauen mache ich mit Linksklick. Jawohl. Mit der Flamme kommunizieren. Du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende, die in Krypten der Erbauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deiner Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in der Nähe, direkt hinter dem Miasma-verhüllten Tal. Okay, Baugebiet 40x40x40. Ein weiterer Baubereich. Brauchen wir eine Miasma-Seele auf 80x80. Stärke die Flamme. Globalen Fortschritt freischalten. Das heißt, dann kann ich mehr dieses Zeug machen. Okay. Fertigkeitenpunkt zurücksetzen. Okay. Tilge Flamme, um deinen Flammenaltar zu entfernen. Achtung, ungeschützte Bereiche werden von dem Miasma verzehrt. Platziere Gegenstände werden verloren gehen. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier in dem Bereich hier drin was bauen. Okay, cool. Ist schon Tag. Kann ich die Dinger im Nachhinein auch noch wieder hier R plus drehen? Oder so drehen. Okay. Einrasten verwenden. Okay, dann macht er das hier irgendwie. Das ist smoother irgendwie. Okay, aber ich würde gern was anderes bauen. Tabulator Baumodus aufrufen. Wähle die Form, mit der du etwas bauen möchtest. Wähle das Material, mit dem du etwas bauen möchtest, da oben. Öffne das Untermenü, um aus verschiedenen Formen Kategorien auszuwählen. Navigiere ich dann da durch? Wie navigiere ich da jetzt dann nach links und rechts? Wie kann ich jetzt die anderen Wände auswählen? Wahrscheinlich brauche ich erstmal ein Fundament. Stelle Blöcke an der Werkbank. Also ich brauche auf jeden Fall erstmal die Werkbank, sonst geht hier gar nichts. Okay, das heißt, die muss ich platzieren erstmal. Okay. Ich hoffe, ich kann die nachher irgendwie wieder abbauen. Das wäre cool. So. Herstellen und reparieren. Mit E kann ich sie aufnehmen. Also kann sie immer wieder platzieren. Alles klar. Grober Steinblock mal 100. Das heißt, aus zwei Steinen kriegt er 100 Stück raus. Grober Holzblock. Mal 100. Ich kriege aus einem so einem Kackstein so eine großen Klötzen her, oder was? Glühwürmchen. So, dann sieht das aus. Jetzt haben wir das hier.
Ach, das ist nur so. Das ist ja nur so klein. Was ist das denn, bitteschön? Hä? Oh mein Gott. So, warte mal, warte mal, warte mal. Tabulator. Ja, hätte ich mir schon gedacht, da brauche ich ja deutlich mehr. So. Ach, ich wähle durch das... Halt die Schnauzen, ich will hier bauen, du Nudel. Nein, ich habe irgendwas gefressen. Warte mal, so, und hier, und... Schnauzen. So, das heißt, ich muss jetzt habe ich es geblickt, ich kann jetzt hier Tabulator Baumenü aufrufen und kann mir quasi diese ganzen Sachen hier in die Leiste reinscrollen und dann benutzen. Aha, jetzt verstanden. Alles klar. Aha, jetzt habe ich es verstanden. Okay, cool. So, einrasten. Das heißt, ich kann das so niedrig bauen. Bis zu einer Maximalhöhe von... den hier. Kann ich das an das Ding dran klicken? Das geht. Aber es sieht scheiße aus. Das heißt, ich sollte im Prinzip das hier irgendwie verwenden, um das entspannter bauen zu können. Okay. Verschwinden Bäume? Ich kann nicht durch Bäume bauen? Nein. Aber das ist hier so schön eckig. Das gefällt mir schon mal sehr gut, dass es hier so eckig ist. Baugebiet benötigt. Fehlende Materialien. Also ich muss mehr Steine sammeln, um das hier machen zu können. Okay, dann... Oh, ich kann noch Löcher graben. Oh, da muss ich aufpassen. Kann ich das rückgängig machen? Das ist geil. Oh, das finde ich cool. Das finde ich ja richtig nice. Schön. Okay, lass es mal abtragen hier. Und lass mal das Holz hacken. Sinkt einfach in die Erde. Okay. Hä? Was war das für ein Baum eben? Aber das geht auch nur innerhalb von meinem Bereich, ne? Was ist das hier? Rückgängig machen kann. Okay. So. Dann lass mal wegkacken. Ich brauche ja super lange. Aber geht ab wie Schmidts Katze, ne? Den kann ich so abbauen. Ich kann überall sammeln. So, warte mal. Es wäre cool, wenn ich mir meinen Baubereich irgendwie anzeigen lassen könnte, konstant. Das ist wieder sowas, das ist mit meiner Farbschwäche sackschwer zu erkennen, ne? Das ist eher so nicht so optimal. Okay, das heißt, ich muss jetzt wieder hingehen und muss erstmal an der Werkbank wieder Blöcke herstellen. Aber ich hätte gern mehr Blöcke. Ich würde gerne auf einmal 200 Stück bauen. Das wäre cool, wenn das gehen würde. Fände ich geil. Vielleicht gibt es das später noch. 900. So, jetzt machen wir das hier. Sammeln den auf. Und Tabulator Baumenü. Okay, warte mal, wo war die Grenze? Hier war die Grenze, ne? Da war die Grenze. So, machen wir das auf dem Bereich.
Ah, ist schon drin. Zweimal. Dreimal. Dann brauchen wir mehr Stein. Was ist sehr viel mit Sammeln und allem. Fünf Schläge. Kriegt ihr die Steine? Macht sich dann daraus wieder die Umsteinblöcke. Packt man einen Steinblock. Okay, aber das muss anders auch gehen. Das muss schneller gehen. Hier, warte mal, hier das. Und Tabulator. Ist das jetzt, ne, ist es eins noch drin, ne? Jetzt haben wir den, jetzt macht es Einrasten Sinn. Da würde ich sagen, macht es Einrasten Sinn, ja. Eine hier noch. Würde ich sagen, bauen wir erstmal 3 auf 3 für den Anfang. Fände ich gut. Das wäre sicherlich eine entspanntere Sache. So. Kann ich hier auch so einen abbauen? Ja, das geht's. Das heißt, du kannst dir Minecraft-mäßig hier ein Loch eingraben. Das ist ja cool. Schön. Okay, das feiere ich. Das ist eine schöne Mechanik. Sehr cool. Mal wieder hingehen und abbauen und hinbauen und herbauen. Also es ist sehr viel Terraforming. Ja, aber hallo. Herstellen. Ich hätte gerne noch ein paar Steinblöcke. So, und jetzt wieder Tabulator und dann baust du hier weiter. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Je nachdem, wie ich das jetzt so reinmache, brauche ich auch nur die Hälfte oder 128, weil es ist die Hälfte. Okay. Okay. Gut. Was kann man da noch machen? Eine Tür. Was haben wir da? Säulen. Die Säulen würde ich gerne aus Holz machen. Ich habe noch Holzblöcke, ne? So, lass mal hier Holz erstellen. Das noch plündern. Aber es ist so geil, es fällt runter und das Gras wächst instant nach. Das feiere ich. Schön, das ist eine schöne Kleinigkeit. Okay, also dann lass mal herstellen. Grober Holzblock. Machen wir mal 1000 Stück. Die habe ich jetzt hier drin. Ich will die aber nicht da drin haben. Das heißt, ich ziehe mir die ins Baumenü hier runter. Switch wieder nach unten, auf die 3, drück Tabulator, okay. Ist es ein wenig umständlich? So, mit Steuerung und Mausrad runter kann ich das auswählen. Alles klärchen. Würde ich sagen, bauen wir hier mal so einen hin. So einen. Den hier. Dann können wir uns ja die Wände oder mal drehen. Mit R. Hier hin. Ich würde sagen, wir machen erst eine Wand. Dann hier noch eine Wand.
Verschwindet die dann in dem Ding drin? Die verschwindet in dem Ding drin. Okay. Okay. Brauchen wir noch mehr Stein? Wollen wir das den Stein weghauen? Finde ich cool. Finde ich gerade mega, mega cool. Aber es bedeutet auch einen enormen Farmaufwand, ne? So, was ist sowas hier? Eine Beere gibt mir. Einiges. Einiges an Leben. Ach, das tickt da oben auch oben unter dem Balken. Blauer Kreis, der Kreis, da tickt das hoch. Schön. Okay, also es hält sehr lange hoch. Das heißt, mit Bären komme ich erstmal gut weit. Das ist cool. Das finde ich toll. Dass die Steine sammeln, gibt weniger Energie. Ja, aber das passt. Schnauf echt. Gibt auch dreimal Steine, ne? Das stimmt schon. Stimmt schon. So, den haben wir noch nicht gelootet. Alles klar. So, da hinten haben wir den örtlichen Friedhof, wie es scheint. So, den Strauch einsammeln. Dann nehmen wir hier die mit. Das finde ich cool hier. Das ist eine schöne Basis. Machen wir hier ein Lager da drüben, die Garage, machen wir hier ein Wohnhaus und das Ganze wird überdacht miteinander verbunden und oben kommt der Hubschrauberlandeplatz hin. Irgendwie so. Und eine Startbahn baue ich mir dann. Ich reiß dieses komplette Ding weg und baue mir eine Startbahn oder ich reiß nur so einen Tunnel weg und baue eine Start- und Landebahn durch diesen Berg. So. Das wär's. Okay, grober Steinblock. Aber das nervt halt. Es muss doch irgendwie gehen, dass man da mehr machen kann auf einmal. Also umständlich. So, dann bauen die Wand hin. So, falsches Game. Gefühlt. Falsches Game. Ich hätte gern ein paar Fenster. 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 Sehr schön. Und das kann ich auch wieder entfernen. Kriege ich dann die Materialien wieder. 1608. Krieg 48 wieder. Hab aber 48 auch verbraucht. Das ist cool. Ich krieg also alles wieder. Das ist schön. Das ist fair, finde ich. Dann machen wir hier überall so ein bisschen mal Fenster rein. So, hier noch, da noch, da noch und der Rest wird mit Wänden verkleidet. Okay, cool. Dann, was haben wir da oben? Türrahmen. Aber ich kann doch hier eine Tür bauen. Oder kann ich mir so eine Türrahmen auch aus den Dingern bauen? Das geht auch, wie es scheint. Okay, dann haben wir hier eine Decke und eine Treppe nach oben und eine Stufenwand, wahrscheinlich fürs Dach. Können wir so machen? Die links und rechts raus? Nein, tut sie nicht. Schön, das gefällt mir sehr gut hier. Machen wir oben Holzboden rein, oder? Schön hier den Parkettboden reingezimmert. Einmal.
Zweimal. Dreimal. Ist die Sache, muss ich Säulen bauen? Anscheinend nicht. So, passt das hier? Dunkel. Kopf angeschlagen. Das passt. Aber es ist dunkel. Gefühlt. Was haben wir hier noch? Wir haben Dächer. Und Terrain. Okay. Und 1 Meter Geschichten. 2 Meter Wände und 1 Meter. Aber das sind so einzelne Blöcke. Das heißt, es sind ja so diese Feinheiten, vermute ich, wenn du irgendwie so eine Burg oder sowas bauen möchtest, ne? So Zinnen. Könnte ich mir vorstellen. Okay, cool. Ich hätte gern Dächer. Aber dafür bräuchte ich erstmal, glaube ich, die Geschichten hier, ne? Aber ich hätte gerne noch eine andere Ebene oben drauf, ne? Also wir brauchen noch mehr. So, das heißt, ich brauche da wieder die Ecksäulen. Die habe ich aus Holz gehabt, genau. Einmal. Zweimal. Viermal. Ich muss sagen, es ist ein schönes Baumenü, ne? Es ist schon cool, was du hier machen kannst. Machen wir hier in die Mitte das Fenster rein. Vor allem ist es simpel, ne? Es ist nicht so kompliziert. Wie es bei anderen Spielen der Fall ist. So. So, dann ganz einfach und schlicht gehalten. Super. Okay, und dann brauchen wir jetzt noch das Dach. Dach und Krach kommt's Dach. Dann haben wir noch. Okay, wir haben jetzt eine knappe Stunde gebaut. Okay, gut. Also gespielt schon. Würde ich sagen, machen wir hier kurz einen Break. Und dann baue ich beim nächsten Mal gleich das Dach oben drauf.